Hallo, meine lieben Schüler, und herzlich willkommen zu unserer Deutschlektion. Heute werdet ihr erfahren, wie eine Person beschrieben werden kann. Um eine Person zu beschreiben, brauchst du drei wichtige Schritte: die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss. In der Einleitung sollst du den Grund schreiben, warum du gerade diese Person vorstellst. Im zweiten Teil, also im Hauptteil, kannst du etwas über das Aussehen der Person, über den Charakter oder was für Hobbys oder Interesse diese Person hat, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen oder das Haustier können andere Punkte in deiner Beschreibung sein. Du kannst auch ein paar Worte über die Eltern, Großeltern oder die Geschwister der Person hinzufügen. Und nicht zuletzt, welchen Beruf möchte diese Person in der Zukunft haben? Der letzte Teil, der Schluss, soll auf diese Frage antworten: Warum mag ich diese Person? Folgendes wirst du üben, wie du besser eine Person beschreiben kannst.